Vor einem Wettkampf hat man vor allem Anspannung, weil man natürlich weiß, jetzt kommt der Moment, wo man einfach liefern muss, wofür man ein ganzes Jahr trainiert hat. Bevor ich in den Boulder einsteige, das Visualisieren, wie ich am effizientesten da hochkommen kann, ist extrem wichtig. Zum Klettern bin ich tatsächlich über meine Schule gekommen. Ich kann mich auf jeden Fall sehr, sehr gut an meine erste Kletterroute erinnern, die ich im Thüringer Wald geklettert bin. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich zum DAV gegangen bin und dort angefangen habe, in der Jugendgruppe zu trainieren. Mich fasziniert das Boulder noch ein bisschen mehr, weil einfach die Schwierigkeit auf extrem wenige Züge runtergebrochen ist und deswegen jeder Zug irgendwie am Limit ist. Bei meinem ersten deutschen Jugendcup habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich ein gewisses Talent dafür habe, weil ich da auf Anhieb Dritte geworden bin. Das erste Mal deutsche Meisterin werden ist auf jeden Fall was Besonderes. Und das dann zu erreichen, ist natürlich irgendwie ein wichtiger Punkt in jeder Karriere. Fürs Bouldern braucht man einen guten Mix von genügend Kraft in den Fingern und im Oberkörper generell, um sich einfach hochziehen zu können. Dann braucht man natürlich auch technische Aspekte, dass man einfach sich effizient an der Wand bewegen kann. Und natürlich auch die Beweglichkeit, um einfach fehlende Kraft zum Beispiel kompensieren zu können. Bouldern macht mir eigentlich so viel Spaß, weil ich immer wieder was Neues lerne und immer wieder neue Herausforderungen meistern muss. Dann bin ich einfach so im Moment und in der Bewegung. Ich glaube, beim Bouldern scheitert man ziemlich oft. 90% der Zeit fällt man wahrscheinlich. Und oben ankommt, tut man dann doch relativ selten, vor allem im Training, wenn man halt wirklich am Limit klettert. Dann ist das Ankommen so eine Mischung aus Freude, Erleichterung und dass irgendwie so die Anspannung abfällt. Also es ist auf jeden Fall ein besonderes Gefühl. Weil man fürs Bouldern ja extrem viel Kraft braucht, muss man natürlich auch viel Krafttraining machen und dadurch verkürzen die Muskeln und dann ist es wichtig, die wieder ein bisschen mobil zu bekommen. Beweglichkeit bringt natürlich auch was, um Verletzungen vorzubeugen, einfach weil man dann beim Bouldern auch mal Positionen einnehmen muss, um eben einfach nach oben zu kommen. Ich trainiere natürlich die Beweglichkeit, also eigentlich vor jedem und nach jedem Training gehört bei mir Dehnen auf jeden Fall mit dazu. Und zusätzlich mache ich an meinen Rest-Days auch noch Yoga. Für mich ist Yoga immer so ein Durchbewegen vom Körper. Dann finde ich es auch einfach super, um in den Tag zu starten und einfach ein bisschen mehr Energie zu haben. Was nicht nur gut für meinen Körper ist, sondern auch für meinen Kopf. Wenn man im Alltag beweglich ist, dann fallen einfach gewisse Dinge ein bisschen leichter und man kann den Alltag auch besser meistern. Ich bin immer noch super motiviert, weiter zu trainieren, weil ich irgendwie noch nicht das Gefühl habe, alles erreicht zu haben, was ich erreichen kann. Und auch gerne noch mal deutsche Meisterin werden.